So, Gamanas, seid gegrüßt, da sind wir wieder in alter Frische. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil der Hanky-Trilogie. Wobei es allerdings, was Hanky angeht, nicht die letzte Geschichte sein wird, die ich euch erzählen werde. Von daher bleibt gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, ja, ich habe euch ja erzählt, wie er einmal das Fenster nicht getroffen hat, dann das Fenster getroffen hat, erfolgreich mit seiner Scheiße. Was schon an Ekelhaftigkeit wirklich kaum übertreffbar ist. Und daraufhin hat er wirklich, wurden die Maßnahmen nochmal, obwohl, was heißt verschärft, was sollte noch verschärft werden, so, weißt du, so. Er hat dann teilweise angefangen, sein Essen nicht mehr anzunehmen, also quasi komplett zu boykottieren quasi, weil wir ihn da so ein bisschen, wir haben da so ein bisschen Paranoia-Filme gemacht, haben ihn am Fenster mal gerufen, meinten, hey, hör mal zu, wir haben gute Kontakte in die Küche und guten Appetit. Wenn heute was essen kommt, guten Appetit. So. Daraufhin hat er sich dann bei den Beamten beschwert, hat uns angeschissen, von wegen, ja, wir haben irgendeine Verschwörung gegen ihn am Laufen und so weiter und so fort, hat dann sein Essen verweigert, hat dann, das ist auch krass, das ist auch krass. Er hat jedes Mal, also er hat das Essen nicht direkt verweigert, er hat es genommen und er hat es einfach an seine Wände geschmissen. Ja. Muss dir vorstellen, du kriegst einen Teller, er hat den Teller genommen, buff, hat ihn an die Wand geschmettert, so ist. Also nur das Essen halt und hat das ganze Essen auf seinen Wänden verschmiert. Ja. Es ging so weit, dass da schon fast die Maden angefangen haben zu wuchern und so. Also richtig ekelhaft. Die Beamten haben seine Zelle auch gar nicht mehr betreten. Dann die haben nur noch aufgemacht, zugemacht und fertig. Das ging, glaube ich, 1, 2 Wochen so. Das war wirklich das ganze Essen da. Du konntest gar nicht mehr in die Zelle reingehen. Ne? Das war überall. Das war auf den Wänden, Boden, überall war nur Essen. Essensrest schon teilweise vergammelt und so weiter und so fort. Ja? So. Und das Ding ist, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte. Irgendwann kam eine Seelsorgerin, hat auf ihn eingeredet, so, bitte, Sie müssen erstmal sauber machen und so und hin und her, weil die Beamten haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn du so dreckig bist, kommst du nicht mehr in die Küche rein. So. Das heißt, es gibt keine richtige Küche, es gibt nur so einen kleinen Raum, da kannst du halt deine Sachen abwaschen halt, so Teller oder sonst irgendwas, ja, oder da kriegt man ja in der Regel Essensmenagen und so, kannst du deine Menage, so ein kleines Köfferchen mit Essen drin, so, kannst du deine Menage sauber machen und so weiter und so fort, die dann draußen stehen lassen, damit halt du nächsten Tag wieder in derselben Menage dein Essen kriegst. Ja? So. Auf jeden Fall hat er sich das, ich weiß auch gar nicht, wir haben auch gesehen, dass er merklich abgenommen hat, das heißt, er hat das Essen wirklich nicht gegessen, er hat sich wahrscheinlich von dem bisschen ernährt, was er da im Einkauf erwerben konnte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wie langsam so ein körperlicher Verfall stattgefunden hat bei ihm. Zur Küche nochmal. Da ist, wie gesagt, so, ich weiß nicht, ihr kennt das, vielleicht kennt ihr das auch, wer schon mal in der Küche, in Großküchen gearbeitet hat oder so. Das ist so ein ganz tiefes Waschbecken, ja. Da kann so ein kleiner 1,50 Mann kann da locker Badewanne draus machen, so locker, weißt du? So ein Edelstahl-Ding. 2 Stück davon, ja, und da gibt es 2 Wasserboiler, wo man halt sich quasi heißes Wasser nehmen kann. Ne? Man hat dann so eine Thermoskanne, so, und da kann man sich halt heißes Wasser, dann kann man sich dann abends versorgen. So. Da wird jeder abends nochmal 15 Minuten aufgemacht, ja. So gegen 18, 19 Uhr kann man sich heißes Wasser nehmen, so, und dann musst du damit bis morgens früh halt wieder auskommen. So. Okay, und wie gesagt, normalerweise jeder Gefangene, der da unten untergebracht ist, hat dann quasi 2-mal am Tag ungefähr die Möglichkeit, da reinzugehen, sich halt heißes Wasser zu holen. Und so weiter und so fort, abzuwaschen oder sonst irgendwas. Ja, jeweils nur für 10, 15 Minuten, wie gesagt. Und das Ding ist, er stand ja schon unter besonderer Bewachung. Ja? Das heißt, die Leute haben schon, wir haben die Leute schon gewarnt. Wir meinten, ey, lass den nicht in die Küche rein. Wer weiß, was er da anrichtet, wenn er schon Scheiße gegen Fenster wirft. Ja? Wer weiß, zu was er noch fähig ist. Passt auf. Und die Beamten haben noch gesagt, ja, wir haben ein Auge auf ihn, keine Sorge. Er geht nur in Begleitung in die Küche rein. Und jetzt pass auf, was passiert. Wir wundern uns, ja. 2, 3 Tage lang, wir gehen in die Küche rein, es riecht so komisch die ganze Zeit. Ja? Es riecht so komisch. So. Du denkst dir erstmal, okay, Essensreste, da ist ja auch so ein Abfluss, wie ihr das aus Küchen gewohnt seid, da ist so ein Abfluss. Vielleicht manchmal kommt da, bleibt da Dreck stecken oder so, dann verstehst du, kommen ja manchmal so eine Gerüche, weißt du, oder aus dem Abfluss oder so, oder wie auch immer. So. Wir dachten, das ist sowas. Keiner hätte, obwohl wir wussten, mit wem wir es zu tun haben, aber so weit hat auch keiner gedacht. So. Ja? Und jetzt gucken wir, was kommt. Meine Zelle war direkt, also ihr müsst euch vorstellen, ganz am hinten ist das Büro von den Beamten. Ja? Da kommt die erste Zelle, die zweite Zelle. Und gegenüber von dem Beamtenbüro ist die Küche. Ja? So. Und ich war gleich eine Zelle weiter als das Beamtenbüro. Das heißt, fast schräg gegenüber ist die Küche. So, ja? Und das war kurz vor dem Wochenende. Ich glaube, Freitag ist uns aufgefallen, dass es so komisch riecht. So. Und die Beamten haben es auch gemerkt und haben auch gesucht und so weiter und so fort nach Indizien oder so, aber haben nichts gefunden. So. Und dann kamen die am Montag und das Ding ist,
ich bin ja so eine Nachteule, weißt du, so. Und die kam dann irgendwann um 5, 6 oder so. Und ich war noch wach, ich lag schon im Bett, wollte zwar pennen, aber konnte wie so oft nicht. Und lag dann noch, hab dann überlegt noch und Pläne geschmiedet und so weiter. Auf jeden Fall höre ich auf einmal nur, wie die Bomben durchdrehen, so. Was? Also erstmal habe ich wieder vernommen, dass die halt geredet haben, wegen es riecht immer noch und so, ey, lass uns doch mal gucken und so. Dann haben die da irgendwie rumgewühlt und so, habe ich es auch gehört, komische Geräusche und so. Und auf einmal höre ich nur, der Wichser! Dieser Bastard! So richtig, die sind richtig durchgedreht. Das heißt, die haben irgendeinen Fund gemacht und ich habe da, wie gesagt, nur den Sound gehört. Also ich musste mir halt ein Bild machen aus dem Sound, den ich draußen höre. So. Und jetzt kommt's. Auf jeden Fall war dann schnell klar, so. Er hat Scheiße genommen und unter dieses Waschbecken unten, ich weiß nicht, ob ich das so euch gut erklären kann, aber wenn du dann quasi unter das Waschbecken fällst, ja, dann ist quasi zwischen dem Rand, also zwischen der Wand von dem Waschbecken und dem Waschbecken selber, ja, ist so eine Ritze, ist so nicht Ritze, sondern so ein Zwischenraum, ja, so, wo locker eine Hand reinpasst, so. Er hat es irgendwie geschafft, ja, obwohl, wie gesagt, das Beamtenbüro ist direkt gegenüber. Ja? Und wenn du in der Küche bist, die Tür vom Beamtenbüro ist immer offen. So. Und einer sitzt immer am PC und der guckt direkt in die Küche rein, so, weißt du? Und er hat es trotzdem irgendwie geschafft, seine Scheiße da irgendwie zu platzieren, so, weißt du? Keine Ahnung wie, auf jeden Fall hat er es geschafft, so, weißt du? So. Und das war das, was gestunken hat die ganze Zeit. So. In der Küche, müsst ihr mal reinziehen. Da wo wir tagtäglich unsere Sachen gewaschen haben und unser heißes Wasser geholt haben, so weißt du. Und mal ganz nebenbei auch die Beamten holen da teilweise heißes Wasser, beziehungsweise füllen sich da ihre Kannen auf für die Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Ja. Also von daher war das schon echt ein krasses Ding. Und jetzt pass auf, was passiert? Die rufen dann den Hausarbeiter von oben, ja, so. Und er kommt um halt, weißt du, Analyse erstmal. Was geht hier ab so, weißt du, so? Die sagen ihm, ja, mal zu, hier, da, so und so und so. Dann hab ich nur gehört, wie sie da rumgekrochen sind und so. Und dann haben die spekuliert oder beziehungsweise darüber nachgedacht, wie machen wir das jetzt, weißt du? Lassen wir das einweichen, spritzen wir da was gegen oder wie kriegen wir das jetzt ab? Weil die war schon so ein paar Tage da, die war schon festgetrocknet. Richtig wie Wachs oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie sie Scheiße, was für eine Konsistenz Scheiße annimmt, wenn sie festtrocknet. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendwie so habe ich mir das zumindest in meinem Kopf vorgestellt, so, weißt du? Auf jeden Fall. Und jetzt kommt das Geilste. Ich schwör's, werde ich nie vergessen, mein ganzes Leben nicht, weißt du? Und die spekulieren die ganze Zeit, jeder macht Vorschläge, wie man das jetzt am besten wegkriegt. Und der Hausarbeiter so in so einem ausländischen Akzent, den ich jetzt schlecht nachmachen kann, so: Warte, 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 nichts machen. Ich komme gleich. Er geht los. Nach 5 Minuten, ich höre, er kommt wieder. Auf einmal, ich höre nur. Der Junge hat einfach einen Spachtel geholt und war die Scheiße da am Abspachteln. Ey, Dicker, wie willst du da schlafen, so ganz ehrlich? Wie willst du da einschlafen, so? Wenn du sowieso schon Kopfkino hast, Alter, wie willst du bei so einem Film einschlafen, so? Weißt du, ich meine, da einerseits erstmal lustig, andererseits wirst du aggressiv, wütend, ekelst dich. Ey, das ist ein Bad der Gefühle einfach nur, ja? So ein Wechselbad der Gefühle, so. Und ja, einfach nur krass, so einfach nur krass. So. Das war, ja, das war quasi das i-Tüpfelchen nochmal, was er da diesen ganzen Sache nochmal aufgesetzt hat. So, also krass, wirklich krass, was die Menschen machen. So. Und das Ding ist, okay, er holt ja selber auch sein Wasser da drin, ja, und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, du fragst dich echt, was in Menschen teilweise vorgeht, so, aber der Typ ist einfach durchgeklatscht. Er hat lebenslänglich bekommen, ja, für ja, versuchten Mord. Er hat 3, 4 Leute dann mit Messer angestochen. Das heißt, er hat die nicht mal getötet oder so oder irgendwas. Das heißt nicht mal, zum Glück natürlich nicht. Aber er hat auf jeden Fall LL kassiert. Und da sieht man auf jeden Fall, dass bei ihm die Birne komplett durchgebrannt ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch einfach nur so ein Schutzmechanismus, dass er denkt, ey, ich habe hier LL, ich muss hier lange bleiben, ich muss mich erstmal hier auf die erste Zeit erstmal beweisen, zeigen, was für ein harter Kerl ich bin, so. Aber ist voll nach hinten losgegangen. Ich glaube, der meist gehasste Typ in ganz Tegel einfach. Was für ein Schwanz, ja, so. Und jetzt hat er auch schon angefangen, Bemühungen anzustreben, so, dass er in eine andere Anstalt verlegt wird. Ich habe auch befürchtet, dass diese ganzen Aktionen irgendwie dazu dienen, irgendein anderes Ziel zu erreichen. Dass er vielleicht in ein anderes Bundesland kommen wollte, weil er gesehen hat, wie die Haftbedingungen hier in Berlin teilweise sind, ja, was Lockerungen oder sowas angeht. Ja. Von daher,
Sizilien da richtig schlecht aus. Deswegen wollte er vielleicht einfach in ein anderes Bundesland, wo vielleicht er nochmal von neu anfangen kann oder keine Ahnung, weiß ja nicht so. Ich weiß nicht, was da sein Ziel ist oder was seine Strategie ist. Auf jeden Fall, ja, wieder so eine kleine Real-Life-Story von Mr. Hanky, der wahre Mr. Hanky. So, okay. Also, so viel dazu und wie gesagt, weitere Stories aus der Isar kommen auf jeden Fall. Ich habe ja noch viel zu wenig eigentlich über diese Zeit berichtet, weil 4 Monate da drin verbracht, so. Es sind natürlich viele Sachen passiert, die man hier auf jeden Fall erzählen kann. Von daher bleibt gespannt, bleibt dabei, vergesst nicht, schaut auch bei Instagram vorbei. Da gibt es nebenbei auch nochmal so ein paar Randdetails, die ihr hier bei YouTube vielleicht nicht mitbekommt. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen spannend, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, Leute, bis zum nächsten Mal und.